Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Microsoft Flug Simulator mit AirPilots Live V2. Ich bin ja in der letzten Folge, die ist auch schon ein kleines bisschen her, zu Lufthansa gewechselt und habe seitdem mal ein bisschen, ja, das ein oder andere innereuropäische Flugkontingent auch bedient. Und es steht ein Flug an, DLH 78 Alpha in einem A319 von München nach Lyon. Und das Besondere ist, jetzt, wo ich ja wieder in Europa fliege, kann ich tatsächlich mal wieder ein bisschen mit VATSIM ausprobieren. Und heute ist mal wieder so ein Tag, da habe ich mir gedacht, Flugsimulator, VATSIM und APL, alles gleichzeitig, das schaffe ich schon irgendwie. Und wenn nicht, dann wird es wenigstens lustig. Kurz vor Weihnachten kann man vielleicht die ein oder andere humoristische Einlage von mir gebrauchen. Ich habe das Ganze mit SIM-Brief aufgesetzt und auch schon bei VATSIM eingereicht, sodass wir uns das gleich gemeinsam angucken können. Im Flugsimulator habe ich ausgewählt den Horizon Simulator A319-100CFM mit Lufthansa Livery. Wir sind mit dem Callsign D Alpha India Bravo Delta unterwegs und das ist eine A319 mit den alten Engines und auch mit einer alten Lackierung. Und ich habe einfach mal Gate 254 ausgewählt, in der Hoffnung, dass da noch keiner steht. Gut, ich würde sagen, wir versuchen das einfach mal. Mal schauen. Und da sind wir dann auch schon drin im regnerischen München. Ich kann bestätigen, das Wetter draußen ist furchtbar. Bevor ich jetzt hier viel Zeit in den Flieger investiere, mache ich jetzt erstmal Folgendes. Ich starte den VPilot, connecte, muss jetzt das Callsign eingeben, 78 Alpha und connecte. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier nicht in irgendeinem drin stehen. Da haben wir Glück gehabt. Nee. Sieht erstmal ganz gut aus. Okay, also Flugzeug hochfahren. Wir können hier mal das schon mal laden. Das ist okay. Overhead. Erstmal ein bisschen Strom auf dem Flieger. Quick and Dirty, bisschen Licht an, bisschen Temperatur runter, das kann erstmal alles ausbleiben, das bleibt auch aus und dann würde ich jetzt als allererstes mal die Ground-Frequenz einstellen, 121.710 und dann gleich mal darauf achten, ob das auch mit aufgenommen wird. Das alles funktioniert. So, Jetbridge, Fuel. Lufthansa 956, stand 312 for request pushback. Ja, müsstet ihr hören. Lufthansa 956, pushback approved, facing north. Pushback approved, facing north, Lufthansa 956. So, Sprit. Passagiere. Jetbridge ist dran, boarding kann beginnen. Logo Lights sind an, das ist auch in Ordnung. Dann kann ich mal hier auf Load Preset, dass er schon mal die ganzen Lichter so ein bisschen einstellt. Das passt. Okay. 707, Contact Tower 120505, tschüss. So, das haben wir alles gemacht. APU Bleed geht an. Und was ich jetzt mal machen werde, um nicht komplett durcheinander zu kommen, ich werde jetzt die APL V2 PA Extension ausmachen. Das gucken wir uns mal in einem anderen Video an, hören uns das an. Da habe ich einen guten Sindbad ein paar coole Files bekommen. Einfach um jetzt nicht zu viel auf einmal zu machen, werde ich das jetzt einfach mal so lassen. Gut. Da habe ich gerade noch mal schnell einen kleinen Fehler gemacht beim Einreichen des Flugplans. Das habe ich jetzt noch mal korrigiert.
Und ich würde sagen, das ist tatsächlich jetzt der Moment, wo wir uns das erste Mal eine Freigabe holen. Geplant ist folgendes, nämlich, dass wir über die MERS 5 Sierra Departure und der 26 Left gehen. Ich gucke jetzt noch einmal schnell nach. Aktuelle Information Juliet. FedEx 763, Information Juliet correct, startup approved, clearance Frankfurt, give me 6 Sierra departure, 5 plane route, climb BS hit, level 70, score 1000. Good Alpha to Frankfurt, give me 6 Sierra departure, climb BS hit, 7000, score game 1000, and startup is also. FedEx 763, read back correct. Gut, dann versuchen wir das mal. Falscher Knopf. Da geht's schon los. München Ground, hello, this is Lufthansa 78 Alpha at stand 254 Aircraft A319. Request IFR to Lyon with information Juliet. Lufthansa 78 Alpha, München Aircraft, good evening. A information Juliet, startup approved, clearance to Lyon, BRZ 5 Sierra departure, flight plan route, climb via sit level 70, score 1000. Lufthansa 78 Alpha is cleared to Lyon versus, via MERS 5 Sierra departure, 26 left, climb via sit to flight level 70, score 1000. Startup is approved. Lufthansa 78 Alpha, read back correct. Lufthansa 9856, request taxi. Juhu! Lufthansa 9856 to entry November. Okay, okay, das lief doch. Also, wir machen folgendes. Squawk 1000 machen wir mal als erstes. Und das mache ich auch direkt an. Das passt. Und dann setzen wir mal unser Flugzeug auf. Als erstes, Init habe ich schon gemacht. Flightplan München. Departure 26 left über die MERS 5 Sierra Departure. Lufthansa 1 Delta Sierra München Apron, hallo, taxi to stand 256, ja, send. Insert, dann hier die Flight Discontinuity raus, dann gucken wir uns das mal an. Zack, sauber raus. Sierra, you are a little bit silent, but center to Eva. Oh, den höre ich gar nicht, zum Beispiel. Das passt alles. So, das so, das so, das ist auch korrekt. Flight Level 70. UPS 6219er, Information Juliet, Startup. Init Page 2, Zero Fuel Weight, machen wir rein. Block ist 6380. Climb via SIT, Level 70. Huch. Quatsch. 6.4 Performance. Wir starten mit Flaps 1. Engine out of temp 65. Transition Altitude. Passt. Okay. Super, 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 super. Dann, Altbaro setzen haben wir gemacht. Hier ist alles dashed. Sehr schön. Constraint, Wetterradar. Das brauchen wir alles noch nicht. Flight Director, okay. Terrain und ND funktioniert bei mir wieder nicht, brauchen wir aber heute, glaube ich, auch nicht unbedingt. So, Startup hat er approved. Dann machen wir die Bridge weg. APU Check ist gesetzt, External Power geht aus, Fuel Pumps gehen an, Seatbelt Signs gehen an, Beacon geht an. Und dann sind wir eigentlich schon sehr, sehr, sehr weit. Das kann noch ein bisschen weniger. Das ist auch.
taxi to stand Golf 2-4 via Whiskey 2, Delta 3, Echo 3, Kilo 1. Oh, er sagt das aber schön langsam, das finde ich so gut. Barney 2-8, Golf. Das ist alles eingestellt. Delta 3 and Echo 1. Startup is approved. Echo 3 and Kilo 1. Machen wir das dann hier schon? Ich würde sagen, das machen wir dann beim Pushback, ne? Das machen wir dann gleichzeitig. Ich bin sonst vorbereitet, das heißt, ich frage jetzt mal gleich nach der Pushback-Clearance. Lufthansa 1443, ready for taxi. Lufthansa 1443, taxi to entry. Dann machen wir das mal gleich mal. Ja, Romeo. Taxi to Sierra 2 and Romeo, Lufthansa 1443. Lufthansa 78 Alpha request pushback. Lufthansa 78 Alpha pushback approved facing south. Pushback approved facing south, Lufthansa 78 Alpha. Gut. Speedbird 952 Lima, zack, request pushback zack, start. Zack, zack. Speedbird 952 Lima pushback approved facing north. Ja, er hat jetzt pushback in start gebracht, aber die Startup hat er uns ja schon ergeben, deswegen hat er nur die Pushback hinterhergebracht. Wir können schon mal 120.55 eingeben. 505. Das ist dann nämlich die Tower-Frequenz. Die brauchen wir dann gleich. So, der Tag ist attached. Backward. Lass uns hier schön rausschieben. Es ist sehr laut, das machen wir mal ein bisschen leiser. So, Engine 1 fährt hoch. Das ist okay. In APL ist auch alles eingestellt. Hallo, Alpha India Quebec Sierra. Wie heißt die? Mecklenburg. Unsere heißt Pirmasens. So, Engine 1, Engine 2. Lufthansa 1443, hold your position, you missed your turn. Oh, sorry. Apologize, I thought it was Sierra 3. Okay, Lufthansa 1443, there's traffic in front pushing. Once he's clear, I will give you further taxi to entry Sierra 3. So holding fire there. Irgendwie auf die Linie kommen. Sierra 4180. Und ich habe hier gerade mir parallel nochmal die Charts aufgemacht. Yeah, I can turn right, left side to 1443. 1443, thank you. Make a right turn directly to entry Sierra 2. So, hier lassen wir uns jetzt sauber raufschieben. Ich lasse mich auch nicht hetzen, so viel ist hier nicht los. Ja, wir können Engine Mode Selector können wir schon mal zurückstellen. Es hatte geregnet, jetzt aber nicht mehr. Dann brauchen wir das nicht. So, der hält an. Parkbremse rein. Tag weg. Dann APU. UPS 6219. Zack. Weg. Strobes. Auto. Taxi. Berg 763. How many minutes approximately? Auto brake. Max. Flaps. Arm. I'm ready to taxi. Pitch trim. Bisschen nach 763, oben. Perfect. To entry Sierra Cockpit 4, Doors lock. Time Protokoll an. Also Blocktimer. Dann würde ich sagen, sind wir schon fertig konfiguriert und können jetzt gleich mal die Taxifreigabe holen und hoffen, dass ich das alles richtig verstehe. Der Rest hier passt, das passt auch alles, das ist in Ordnung. Hier, das können wir noch ausmachen, weg, dann gibt es ein paar mehr Frames. Dann würde ich sagen, sind wir ready.
Lufthansa 78 Alpha, ready for taxi. Order taxi, contact the tower 120505, yeah. Could you please read back with Lufthansa 1443? Lufthansa 1443, contact tower 120505, bye bye. Contact tower Lufthansa 1443, goodbye, Merry Christmas. You too, FedEx 763, contact tower 120505, tschüss. 120505, FedEx 763, Genoa. Wir versuchen es nochmal. Lufthansa 78 Alpha, request taxi. Lufthansa 76, Gretchen, Lufthansa 78 Alpha, taxi to entry Sierra 8 via Echo 2. Taxi to Sierra 8 via Echo 2, Lufthansa 28 Alpha. Vanya 228 at G8, request to leave. Vanya 228, danke fürs Fliegen und approved, tschüss. Vanya 228, approved to leave, frohe Weihnachten. Flaps 1, take off config test. Ja, es war ein bisschen früh gedrückt. Die Slats kommen jetzt gleich raus. Jawohl. Freut mich und neuen ich wünsche dir auch frohe Weihnachten. Ciao. Sierra 8 ist da vorne. Da halten wir dann an. Lufthansa 78 Alpha Call Tower 120505. Tschüss. Call Tower 120505. Lufthansa 78 Alpha. Vielen Dank. Tschüss. Frohe Weihnachten. Two six left via Sierra Bravo 13. Lufthansa 1443. Gut, das haben wir soweit geschafft. Jetzt melden wir uns beim Tower an und dann gibt er uns wahrscheinlich weitere Informationen. Um es nicht zu kompliziert zu machen, bleibe ich jetzt hier tatsächlich einfach kurz stehen und melde mich dann bei dem. München Tower, hello. Lufthansa 78 Alpha at Holding Point Sierra 8. Lufthansa 78 Alpha, München Tower, Servus. Taxi to Holding Point, Runway 26 left. Via Sierra, Bravo 14. Ja, end von our hold short, Sierra. Taxi to 26 left via Sierra, Bravo 14, hold short, Sierra. Okay, da habe ich mein Callsign vergessen. Aber. Okay. Also, wir dürfen. Wir sollen zu 1-4, aber wir sollen bei Sierra anhalten. Lufthansa 9856, Contact Mission Radar 123, das 905 bei. Sierra. 123905, Lufthansa 965, Correction 9856 bei. Ist hier, oder? Hier ist Sierra 8. Sierra. Last station, Sequoia again. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier stehen bleiben soll. EagerJet 418, München Apron, Servus. Correction, München Tower, Servus. Von der Holdshot Sierra. Holdshot Sierra. November 1 Romeo Kilo Wind 260 degrees 27. Ich bleib hier einfach mal stehen. Ich könnte schon mal ein paar Sachen vorbereiten. 26 left vier to land, November 1 Romeo Kilo. Lufthansa 78 Alpha behind FedEx Airbus A330 continue taxi. Behind FedEx Airbus continue taxi Lufthansa 78 Alpha. Lufthansa 794, Correction, Wind 260 degrees. Da ist er, so, wir können Wetterradar, Predicted Windshear haben wir schon mal angemacht, das können wir auf TA machen. Lufthansa 8 Echo Echo, Contact Apron 121, das ist 7105. So, da ist unser Kollege von FedEx, Ex-Kollege. Ebenso. Dann mal hinterher. Ist auch ein bisschen größer, der Kumpel. Jet 418, give way to Lufthansa A320 from right to left. The after taxi to holding point runway 26 left via Sierra Bravo 14.
Bravo 1-4 ist der zweite, nicht der erste. Das heißt, du musst nicht den ersten nehmen, sondern den zweiten. Das hier ist der erste, das hier ist der zweite. Lufthansa 184, München Tower Service. Swiss 468 Golf Taxi Via Tango Bravo 1-2 West Hold Short Sierra. Oh, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, ist das hier. Bravo 1-4. FedEx 763 behind next landing. Cessna Citation, Liner Panel 26 left. Bravo 1-4, jawoll. München Tower, low quality 7 Kilo Mike, ILS 26 left. Und wir bleiben hier stehen. Parkbremse geht rein, wir machen uns fertig. Terrain und ND haben wir nicht. Project Vinci habe ich angemacht, T-Cast habe ich angemacht. Das hier geht an, das hier geht an, das hier geht an. Können der Kabine schon einmal Bescheid sagen. Und der Rest passt. Okay. Okay, noch sind wir, glaube ich, ganz gut auf Kurs. München Tower, hello, SB 952 Lima, position November 2. Bird 953 Lima, taxi Freundin kommt runway 265 via November Alpha 3. Taxi November Alpha 13, hold short runway 26 right at SB 952 Lima. Macht das einen Spaß? Macht das einen Spaß? Kann ich euch gar nicht genug sagen. Das ist so cool. Watson bringt da echt... FedEx 763, Wind 260 degrees, 20 knots, runway 26 left, cleared for takeoff. Runway 26 left, cleared for takeoff, FedEx 763. Also das ist echt cool. Ich gucke nochmal auf die Checkliste. Sieht aber alles soweit gut aus. Engine Anti-Ice brauchen wir nicht. Engine Mode Selector auch nicht. Die Lichter haben wir alle gemacht. Der Wetterradar, das, der Mod geht nicht für den A319, leider. So ist 468 Golf Taxi to Entry Sierra 7 straight ahead and contact Apron 121 at Desmond 71 so vorbei. Ich glaube nicht, dass der uns noch vorher rausschickt. Ansonsten wären wir aber bereit, könnten direkt los. Ebenso. Wäre kein Problem. Lufthansa 184, Wind 260 degrees, 27 knots, runway 26 right, cleared to land. Okay, das ist 26 right. Lufthansa 794, taxi to entry November 3 via Alpha 6 November. Eine Menge Lufthansas hier. Exit by November 3, Alpha 6, November 4, Lufthansa 74. Quality 7 Kilo Mike, Wind 260 degrees, 20 knots, runway 26 left, clear for land. 26 left, clear for land, Quality 7 Kilo Mike. Okay, der darf also zuerst rein. Das hätte ich auch so gemacht. Um dann Go-Around oder irgendwas zu verhindern. November 1, Romeo Kilo. Any preferred stand or apron? November 1, Romeo Kilo. Apron 8, if possible. Roger, November 1, Romeo Kilo. Taxi to entry Sierra 3 via Tango Power 6. November 1 Kilo, Taxi to Entry, Sierra 3, via Tango, Bravo 6. Darf man sich sogar einen Stand aussuchen, cool. FedEx 763, Contact Mission Radar 123, Desmond 905, bei. 123, 905, schöne Weihnachten, FedEx 763. Gut, dann können wir das auch schon mal reindrehen.
123905. Lufthansa 443 behind next landing quality wing 737 line up 126 left. Behind. 1-2 München Tower, Lufthansa 24 Mike, inbound, Gudeck, localizer established, hello. Lufthansa 24 Mike, München Tower, Servus. 1-2-3 oder 1-2-8? Lufthansa 794, contact Apron 11, Desmond 7, und so, vorbei. Ground 121710, Lufthansa 794, bye. Muss ich gleich nochmal zuhören, habe ich nicht richtig gehört. Lufthansa 1443, behind next landing, quality Boeing 737, line up 126 left. Warum darf der jetzt vor uns raus? Behind next landing, line up and wait, Lufthansa 1443. Unfair. Nine seven five hat er doch aber gesagt. Gibt gar keine Frequenz mit einer 975 finden. Was habe ich denn da gehört? Lufthansa 184, taxi to entry November 5 via Alpha 9. November 5 via Alpha 9. So, Regen geht los, dann geht Engine Ignition auf On. Quality, was ist das denn für eine Airline? November 1 Romeo Kilo, contact Apron 11-780, bye. Apron 11-780, good day. Lufthansa 184, contact Apron 11-710, bye. 11-710, bye bye. So, ich gehe davon aus, er darf jetzt, weil wir waren ja nicht gemeint. 78 Alpha hat er nicht gesagt. Ja, er fährt jetzt los. Unfair. Okay. Okay. Wir sind bestimmt die Nächsten. Kommt da was? Ich sehe erstmal nichts. Der ist, glaube ich, auf der rechts. Lufthansa 1443, wind 260 degrees, 25 knots, gusting 36 knots, runway 26 left, clear for takeoff. Clear for takeoff, copy the wind, Lufthansa 1443. 36er Böen. Quality 7 Kilo Mike, taxi to entry Sierra 3 via Tango Pau 6. Verrückt. Verrückt. Lufthansa 78 Alpha behind next departing, Lufthansa A320 lineup runway 26 left behind. Behind line up 26 left, Lufthansa 78 Alpha. So, ich verstehe das jetzt so, dass wir jetzt dürfen, da kommt ja keiner. Lufthansa 3 Charlie Whiskey, München Tower Servus, taxi to Olden Point Runway 26 right via November Alpha 14. Lufthansa 1443 airborne. Roger. So. Sind die nächsten? Speedbird 952 Lima, fully ready. Speedbird 953 Lima, wind 260°, 25 knots, gusting 36 knots, runway 26 right, hit for immediate takeoff. Clear for immediate takeoff, runway 26 right, Speedbird 953 Lima. Okay. Lufthansa 78 Alpha, wind 260°, 25 knots, gusting 36 knots, runway 26 left, clear for takeoff. Cleared for takeoff, 26 left, Lufthansa 78 Alpha. Danke. Lufthansa 1443, contact Mission Radar 127. Dann mal los. Contact British Radar, Lufthansa 1443.
Bye bye, happy Christmas. You too. Jetta Jet 418, line up 106 left. 120. Lufthansa 24 Mike, expect late landing clearance. Expect late landing clearance, Lufthansa 24. V1 and rotate. Da ist die München Airways 6 Victor, alles damit to 6, right? München Airways 6 Victor, München Air Princess. Positive climb. Yup. Quality 7 Kilo Mike, 400 Fuß, Autopilot an. Disarm Spoilers, TARA. Lever and Climb. Mach nochmal ein Chrono an, den habe ich gerade vergessen. Lufthansa 24 Mike, previous A320 New York just departed, runway 26 left, Switzerland. Wind 260 degrees, 25 knots, casting 36 knots. Clear to land, Lufthansa 24 Mike. So, jetzt müssen wir mal auf die Frequenz hören, dass ich die richtig höre. Jetta Jet 418, wind 260 degrees, 25 knots, casting 36 knots. Klappen gehen rein. Geht für Takeoff. After Takeoff Checklist, Autopilot an, Landing Gear up, Flaps up, Engine Anti-Ice. Brauchen wir nicht. Engine Mode Selector Norm, TKS, TLRA, Spoilers Disarm und After Takeoff Checklist complete. Three Alpha November established on ILS 26. Lufthansa Lodge 3 Alpha November, Engine Tower Service. Standard Luftdruck. Lufthansa 78 Alpha, Contact Engine Radar 127, Dismal 955 bei. Contact 127-955. Vielen Dank, tschüss, Lufthansa 78 Alpha. So. 127-955. Die Frequenz gibt's überhaupt nicht im Dings. 6219 München Tower Servus Taxi. 127-955. Ich check das mal gerade. Sekunde. München Approach ist es nicht. Ich aktualisiere WhatsApp mal. Ansonsten fragen wir einfach gleich nochmal nach. Lufthansa 3 Lima November, Descent to Flight Level 18. Okay, hier sind wir richtig, dann können wir uns anmelden. Lufthansa 78 Alpha, hello. Flight Level 70. Grüß Gott, Lufthansa 78 Alpha, Radar Contact. Proceed direct um Text, Climb to Flight Level 190. Proceed direct Umtex, Flying Level 90, Lufthansa 78 Alpha. Negative, Lufthansa 78 Alpha, Climb to Flight Level 190. 190, sorry for that, Lufthansa 78 Alpha. So. 190 geben wir ein und der Punkt ist. Shamrock 45, MPEG, ne? Arrival, Radar Contact, Direct. Kilo, expect ILS 26 right. On conversion speed 300 knots or greater. Gut, sehr gut. Expecting 26 right on conversion speed 300 or greater. Shamrock 45. Dann würde ich vorschlagen, werde ich jetzt hier mal einen kleinen Cut machen und dann noch ein bisschen weiterfliegen. Ich glaube, wir sind dann auch gleich aus der Watzim-Zone und würden dann wahrscheinlich mit Unicom landen. Ich gucke mal, ich weiß noch nicht genau, wie ich jetzt schneide. Von daher erstmal bis gleich. Christmas YouTube. Guckt euch mal diese Wolken an. November, Descent to Altitude 5000 feet, QNH 1001. Hammer.
descending 5000. Lufthansa 7-8 Alpha, frohe Weihnachten, Orbit Unicom, Servus. Lufthansa 7-8 Alpha to Unicom, vielen Dank, frohes Fest, tschüss. CedarJet 418, Monitor Unicom, bye bye. So, Unicom ist 122800. Berlin 232, descent to flight level 110. 8-0-0. Zack. Oh, da sind wir auf Unicom. Können wir uns da noch mal kurz melden? Lufthansa 7-8 Alpha climbing flight level 190 direct or inbound. Mercy. Okay, laut Flugplan fliegen wir auf 240. Ist das richtig? Ja. Dann machen wir das auch. Zack. So, und dann wissen wir schon, wir hätten die ausmachen müssen. Haben wir nicht. Das gibt ein bisschen Punktabzug. Dann mache ich hier nochmal einen Cut und wir sehen uns gleich zur Landung. Gut, Thrust auf Flight Level. Dann wollen wir mal ein paar Vorbereitungen treffen. Wir sind ja jetzt auf Unicom. Das heißt, ich werde hier mein Arrival selber eingeben. Da ist auch niemand online, habe ich gerade nochmal geguckt. Wir sollen ankommen auf der 35 Left. MIP 7N. No wire. Insert. Disco raus. Einmal checken. Okay, wir kommen von da, drehen dann da um. Wir sind jetzt sehr schnell, deswegen zieht er die Kurve hier so eng rein. Erstmal verstanden. Das machen wir wieder zurück, das machen wir wieder zurück. Dann Performance Page Q&H. Not available. Dann ziehe ich mir das aus Volanta. In Lyon sind 10:20. Temperatur 11 Grad. Ist ja fast warm. Huch, zweimal geklickt. 310 schräger 6. Transition Altitude sind 5000. Das heißt, wir gehen bei 6000 zurück. Und unsere Limits sind Sekunde. Zehn, 14, also 20, 10 drauf, 10, 30, 10, 30. Zack. Abnav Page. ILS-Frequenz 110.75, das gebe ich mir hier auf Port 2 auch schon mal ein. Und wir merken uns dann 3000 Fuß. Ich gebe hier 10.000 ein, damit ich es mit den Lichtern nicht wieder vergesse. Mist mit den Lichtern, ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich, aber es ist mit Watsim dann immer doch sehr, sehr viel. Bis dahin lief es aber eigentlich ganz gut. Seatbelts können wir auch mal ausmachen für den Moment. Da fliegen wir hier in so einer Zwischenwolkenschicht. Das ist absolut episch. Sehr, sehr cool. Okay. Gut. Also, das sind jetzt noch 160 nautische Meilen bis zum TUD. Da werde ich dann hier diesen Knopf drücken, mehr nicht. Das heißt, das cutte ich mal mit raus. Das Video ist sowieso schon sehr, sehr lang. Und dann sehen wir mal zu, dass ich die Landung noch mit drauf kriege. Das hat wirklich unglaublich viel Spaß gemacht.
Und schreibt mir bitte sehr gerne mal in die Kommentare, ob ihr da mehr von sehen wollt oder ob ihr sagt, um Gottes Willen. Also, bis gleich. So, Spoilers arm. Und ich werde jetzt tatsächlich schon mal auf Flaps 2 gehen. Möchte hier die Geschwindigkeit schön niedrig halten, damit wir möglichst weit rausfliegen. LS-Mode ist an. Ich erkenne aber noch keinen Localizer. Kann durchaus sein, weil wir falsch rum auf die Start- und Landebahn zufliegen. Können wir mal rausgucken. Der Flughafen ist ja hier. Kann durchaus sein, dass das dann gleich erst kommt. Wir sind eigentlich von der Höhe her in Ordnung. Wir sollen bei NECPU über 3000 sein. Hier unter den Wolken ist es dann plötzlich auch schon wieder sehr dunkel. So, ich habe mal TA Only angemacht, weil ich auf FSLTL gewechselt bin. Hier ist nur Unicom, das finde ich dann immer langweilig. Fahrwerk geht raus. Und dann werden wir hier hoffentlich gleich vernünftig uns drehen. Jetzt sehen wir den Diamanten. Wir sind auf jeden Fall zu hoch dafür, aber wir fliegen ja auch noch ein Stück. Warum der hier andauernd diese Kurven ändert, die wäre schon die ich gern hätte. Jetzt auf 3000. Ich gebe jetzt Klappen 3, weil er dreht hier jetzt einfach zu früh ein. Das können wir eigentlich nicht schaffen. Müssen wir sinken. Das war ganz ordentlich. Damit wir den noch wieder einfangen. Klappen 4 ist gesetzt. Kevin, be ready. Der Pilot geht aus und fangen wir sie jetzt von Hand ab. So, Diamant ist über uns, das ist erstmal in Ordnung. Die linke ist die, die wir brauchen, das ist auch die deutlich längere. Machen wir das jetzt eben von Hand. Kein Problem. Oh, wir kommen ein bisschen zu tief. So, wo sind die Papis, wenn man sie braucht? 300. 100 above. 200. So, Wind vorne links, yep. Jetzt, wo ich es weiß, merke ich es auch. Minimum. Continue. Ah, wieder ein bisschen tief. Bahn ist lang genug, muss ich mir keine Sorgen machen. 50 Warnung. 40. 30. 20. 10. Oh oh. 5. Reverse. Thrust Idle. So, das lief doch. Es ist dann auch immer mein Tipp, wenn man das Flugzeug ein kleines bisschen fliegen kann, dann bevor man da wieder 16 Autopilotknöpfe umgedreht hat, fliegt man es dann lieber von Hand. So, 18 Knoten, nicht zu schnell werden. Erstmal vacaten und dann machen wir die After Landing Checklist. Wir bleiben stehen. Also, Chrono. Klack. Strobes aus. Landelichter aus. Taxilicht, das geht alles an. Wetterradar aus. Predicted Windshear aus.
Transponder aus, Spoilers disarm, Flaps neutral. Train und D haben wir nicht gehabt, APU habe ich gestartet, Timer habe ich ausgemacht. Gut, dann fahren wir zur Parkposition in unserer wunderschönen 319. Die hier anscheinend nicht ganz dicht ist. Okay, gucken, wo wir hier hin müssen. Vorne würde ich mal vermuten. Die ATC hat jetzt mit dem SIM-Update 14 nochmal ein schönes Update bekommen, aber ich finde sie nach wie vor leider immer nicht so, noch nicht so dolle. Ich will aber Watt-SIM und dann FS-HUD und so nicht alles immer gleichzeitig laufen lassen. Das wirkt dann irgendwie nur mehr Fehler. Und ich finde, wenn man Watt-SIM spielt, dann kann man sich auf Watt-SIM konzentrieren. So, wir biegen hier rein. FS LTL hat ja auch ein Update erfahren und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es gefällt mir Standalone nach wie vor immer noch mit am allerbesten. Das sieht super aus. Macht richtig was her. Und ihr seht das ja, wenn man jetzt davon mal absieht, dass die jetzt hier drin stehen, leider. Funktioniert das in der Regel eigentlich sehr, sehr gut. So, ist hier noch irgendwo ein Plätzchen frei für uns? Puh. 18. Ganz schön was los hier in Frankreich. Naja, da vorne. Okay. 19 Knoten, kein Problem. APU available, APU bleed geht an. Dann stellen wir uns einfach nach dort vorn. Gut, ein 100%iger wird das jetzt nicht, wegen der Lichter, ärgerlich. Aber habe ich sie eigentlich über 10.000 ausgemacht, was der richtige Weg ist. Leider erkennt das APL nicht. Parkbremse geht rein. Oder sieht es nicht so. Das ist eine andere Philosophie. Taxi-Lichter gehen aus. Blocktimer. Stoppen. Engines 1 und 2. Beacon, Seatbelt Signs, Fuel Pumps und Tür öffnen. Okay, dann gehen wir mal rüber. Und ja, wie zu erwarten, 99 von 100 Punkten, der leider schon früh aufgetretene Fehler Landing Lights Off before 10.000. Eigentlich sollen die nach 10.000 Feet off. Das nervt mich jedes Mal ein kleines bisschen. Aber gut, im Discord wird sich da auch sehr häufig drüber beschwert. Anscheinend soll das so bleiben. Dann gehen wir nochmal zurück. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, ich lerne ja Watt-SIM und die ganze Phrasologie auch immer noch so ein bisschen. Sehr, sehr, sehr gerne könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was ich besser machen kann. Und wenn ihr auch weiterhin Bock auf solche Videos habt, dann gebt doch vielleicht einen Daumen nach oben und natürlich freue ich mich über jeden Kommentar. Also, macht's gut, fly safe, always happy landings und ich wünsche euch schöne Festtage. Macht's gut, bis dann. Tschüss.